Für die AfD-Fraktion erteile ich das Wort an Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Meuthen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen Abgeordnete, meine Damen und Herren. Während die vom Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann so überaus geschätzte Bundeskanzlerin Merkel von Zeit zu Zeit doch einen feinen Sinn für höhere Symbolik und einen gewissen Humor, und sei es auch Galgenhumor, erkennen lässt, wenn sie zum Beispiel als Tag ihrer Ankündigung einer erneuten Kanzlerkandidatur ausgerechnet den Toten Sonntag auswählt. Und da hört man das Totenglöcklein dieser Regierung förmlich klingen. Geht es bei den Grünen selbst wie eh und je eher sauertöpfisch, humorlos und krass ideologisch zu? Zwei Kernmerkmale kennzeichnen Ihre Politik von Anbeginn an. Erstens die Tendenz zu hemmungsloser Regulierung und Volksumerziehung. Zweitens die Neigung zu möglichst hoher Besteuerung und ständiger weiterer Ausdehnung des Staatsanteils am gesellschaftlichen und ökonomischen Geschehen. Sie sind wie keine zweite Partei, das schaffen in dieser Gründlichkeit nicht mal die Sozialdemokraten, die politische Gruppierung der Bevormundung und der fiskalischen Ausbeutung der Bevölkerung. Man muss sich so langsam wirklich Sorgen um den Zustand unserer grünen Fiskaljunkies machen, die Tag aus, Tag ein damit beschäftigt sind, die Steuerdosis noch zu erhöhen. Dabei ist die Steuerüberdosis doch längst erreicht. Das dürfte jedem kristallklar sein, sofern er nicht fiskalisch ob der ständigen neuen Rekordsteuereinnahmen bereits berauscht ist, wie es die Grünen offenbar sind. Stets auf der Suche nach neuen Verboten und Steuern, und da sind sie sehr kreativ, das sei ja konzidiert, kam den grünen Klassenkämpfern nun also zum wievielten Mal eigentlich wieder einmal, zum x-ten Mal die Vermögensteuer in den Sinn. Allen Grünen? Nein. Ein einsamer Landesverband unter Führung des verehrten Herrn Ministerpräsidenten leistete auf dem Parteitag der Grünen erbitterten Widerstand und warnte in Münster vor der Wiedereinführung dieser Steuer. Vielleicht lernt man ja auch in Ihrer Partei noch den Unterschied zwischen einem Parteitag und einer Listenaufstellungsversammlung, dann würden Sie das verstehen. Völlig richtig hat Herr Kretschmann erkannt, ich erlaube mir zu zitieren, Frau Präsidentin, Zitat Kretschmann, wir quälen uns schon mit, schön, dass Sie sich so mit unseren Listenaufstellungen befassen, wir quälen, so sagt Herr Kretschmann, uns schon mit der Erbschaftssteuer rum. Das ist eine Substanzsteuer, die Betriebe leicht gefährden kann. Und, weiteres Zitat, die Vermögensteuer bekommt man nicht hin, ohne dass es auf Kosten unserer Familienbetriebe geht. Chapeau, Herr Kretschmann. Schade, dass er nicht da ist, wenn ich ihn schon mal lobe. So viel Einsicht hätte ich von ihm gar nicht erwartet. Und es freut mich auch, dass meine Plenumsrede zur Erbschaftssteuer von vor ein paar Wochen so viel Wirkung bei den Grünen gezeigt hat. Sagen wir immer, die wirkt nun sogar bei vereinzelten Grünen, immerhin. Natürlich ist die Vermögensteuer abzulehnen. Und wenn Sie sagen, Frau Walker, da sei keine Gegenkonzeption erkennbar, die Gegenkonzeption ist einfach nicht Wiedereinführung der Vermögensteuer, denn wir brauchen sie nicht. Ganz simpel. Und dies aus einer Vielzahl seit Jahren jedem mit der komplexen Materie vertrauten, bestens bekannten Gründen. Die hohe Belastungswirkung ist für Unternehmen wettbewerbsgefährdend, eine Binse. Es ist eine Illusion anzunehmen, dass die Vermögensteuer nur einige wenige Superreiche, wer ist das überhaupt, treffen würde. Laut DIW wären vor allem Betriebsvermögen betroffen. Bis zu 90% des Aufkommens würden auf Unternehmen entfallen. Das wäre eine unzumutbare Belastung für die Unternehmen, zumal die Vermögensteuer nur sehr begrenzt auf die Höhe der tatsächlich erwirtschafteten Gewinne Rücksicht nimmt, sodass sie sich natürlich in schlechten Jahren umso stärker auswirkt. Das würde in Krisenzeiten vor allem den Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen und die ertragsschwachen Betriebe treffen. Denn wenn keine Erträge vorliegen, dann geht es nun mal an die Substanz. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn die Substanz veräußert werden muss, um die Vermögensteuer zu bezahlen, sind am Ende Arbeits- und Ausbildungsplätze in höchster Gefahr. Die Erhebung einer Vermögensteuer wirkt zwangsläufig krisenverschärfend. Die großen und mächtigen Konzerne und Unternehmen würden das noch irgendwie gebacken bekommen. Sie sind häufig flexibel, weichen angesichts solcher Belastungen dann gerne in der Betriebsstättenwahl ins Ausland aus. Aber auch sie mit der Vermögensteuer derart zu verprellen, ist fatal.
leisten Sie doch bereits bei Einkommen, Körperschaft und Gewerbesteuer einen substanziellen Beitrag zum Steueraufkommen und schaffen die hier dringend benötigten Arbeitsplätze. Kleine und ortsgebundene Unternehmen hingegen haben häufig erst gar keine Ausweichmöglichkeiten und sind verglichen mit internationalen Großunternehmen benachteiligt, müssen sie doch ohne Möglichkeiten zu einer legalen Steuerausweichung mit einer Vermögensteuer zusätzliche Kosten tragen. Ein riesiger Nachteil im internationalen Wettbewerb. Neben der, wie bei der Erbschaftssteuer, unvermeidbaren Problematik der Substanzbesteuerung diskriminiert die Vermögensteuer überdies zwangsläufig, und das ist sehr wichtig, die Eigenkapitalbildung. Sparen und Vermögensbildung, das Schaffen eines möglichst soliden Eigenkapitals zu bestrafen, ist aber auch das exakte Gegenteil ökonomischer Vernunft. Gerade der deutsche Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft, hat bis heute im internationalen Vergleich sowieso eine zu geringe Eigenkapitalquote. Und genau das würde mit einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer noch unattraktiver und somit würden geradezu systematisch Fehlanreize gesetzt. Aber was stört, dass die krass neidgesteuerten sowieso ohne jede eigene unternehmerische Fähigkeiten jedem unternehmerischen Denken letztlich völlig unverdächtigen Linksideologen und Umverteilungsultras vom Schlage eines Jürgen Trittin, die sich auf dem Parteitag der Grünen deutlich durchgesetzt haben, zum Leidwesen von Ihnen. Um unternehmerischen Erfolg, um hohe Wertschöpfung und privatwirtschaftliche Arbeitsplätze scheren sich diese komplett leistungsfreien Zeitgenossen nun wirklich nicht. Im Gegenteil. Es kann Ihnen ja gar nicht stark genug sein. Und das wurde in Ihrer Rede auch deutlich, Frau Walker. Und da kommt die Vermögensteuer eben gerade recht. Die Einführung einer Vermögensteuer stiftet außerdem ein enormes bürokratisches Wirrwarr. Jeder, der sich mit der Geschichte der Vermögensteuer auseinandergesetzt hat, weiß das. Zwischen Privat- und Vermögen und Betriebsvermögen abzugrenzen, ist schwierig bis unmöglich. Die Erfassung und Bewertung von Vermögen ist aufwendig, kostenintensiv und nicht zuletzt wegen konjunktureller Schwankungen und oft fehlender Marktwerte besonders kompliziert. Konflikte sind hier vorprogrammiert und das kann einfach nicht das Ziel sein. Neben Substanzbesteuerungsproblematik und Fehlanreizen kommt, all das ist allen Fachleuten, Steuerrechtlern wie Finanzwissenschaftlern seit Jahrzehnten hinlänglich bekannt, eine ebenfalls letztlich nicht verfassungsfest lösbare Bewertungsproblematik hinzu. Die Literatur dazu füllt Bände, war ein weiterer Grund für die Aussetzung der Vermögensteuern, wird von Ihnen geflissentlich ignoriert. Es kommt noch etwas hinzu. Die wirtschaftlich sinnvoll anmutende Forderung nach einer Privilegierung von Betriebsvermögen bei der Ausgestaltung der Vermögensteuer steht in einem unauflösbaren Widerspruch zu den Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes. Und wenn Sie sagen, das müsse man verfassungsfest machen, dann sage ich Ihnen, das kommt der Quadratur des Kreises gleich. Das funktioniert nicht. Daran haben sich schon viele versucht und sind daran gescheitert. All das ist seit langem auch allgemein bekannt. Insofern ist die Forderung nach einer Wiedereinführung der Vermögensteuer nichts als wirklichkeitsferner und blanker Populismus der intellektuell unterbelichteten Apologeten der reinen Neidgesellschaft und sonst gar nichts. Es ist für jeden vernunftbegabten Menschen, der sich nur eine Weile damit zu befassen bereit ist, unstrittig, die Vermögensteuer ist grundsätzlich aus vielerlei Gründen abzulehnen. Sie ist ein Auslaufmodell. Und es besteht, Herr Rölke hat bereits darauf hingewiesen, nicht die geringste Notwendigkeit, neue Steuern einzuführen. Die Steuereinnahmen sprudeln wie nie zuvor. Fast 700 Milliarden stehen Bund, Ländern und Gemeinden in diesem Jahr zur Verfügung. Bis 2020 werden es sogar 800 Milliarden sein, ohne Vermögensteuer. Und wenn der Staat dann trotzdem Defizite einfährt, dann haben wir es doch nicht mit dem Einnahmen, sondern mit dem Ausgabenproblem zu tun. Leider hatte Wirtschaftsnobelpreisträger Friedman wohl recht, als er schrieb, dass höhere Staatseinnahmen kaum das Defizit verringern könnten, da die regierenden Parteien nimmer satt zu bekommen sind, wenn es um Mehrausgaben geht. Und die Grünen liefern dafür das allerbeste Beispiel. Anstatt also den Bürger mit weiteren Steuern zu drangsalieren, sollten die uns noch Regierenden besser damit aufhören, Steuergelder zu verschwenden und sich in wirklicher Haushaltsdisziplin endlich üben. Wir haben ja bald Gelegenheit hier im Haus dazu. Die vorhandenen Mittel gilt es besser einzusetzen, etwa in Bildung, Forschung und Infrastruktur. Da wäre ich ganz bei Ihnen. Mit Bildung meine ich allerdings nicht die Gemeinschaftsschule, mit Forschung nicht Gender-Gaga und mit Infrastruktur ganz gewiss nicht den Flughafen Berlin-Brandenburg. Nein, meine Damen und Herren, die Vermögensteuer nützt niemanden, außer denen, die versuchen, aus ihr politisches Kapital zu schlagen, indem sie Unwissenheit und Neidinstinkte ausnutzen. Das, was die Grünen da machen, ist das, was sie uns immer vorwerfen, nämlich postfaktische Politik. Es geht ihnen nicht um Wahrheit, Fakten und volkswirtschaftliche Vernunft, sondern schlichtweg um Emotionen. Das Wesensmerkmal der Sozialisten jeglicher Couleur, sie sind die großen Vereinfacher, nicht wir.
Mit Sorge muss ich nun konstatieren, dass die Linksaußenkräfte bei den Grünen gerade dabei sind, das Ruder zu übernehmen, die das bürgerliche Aushängeschild eines Herrn Kretschmann offenbar nicht mehr brauchen. Der wird von Ihnen doch nur noch am Nasenring durch die Manege geführt. Man nutzt ihn noch ein Weilchen, den Kretschmann. Er ist halt so ein netter Wählerstimmenmagnet und als solcher einstweilen noch brauchbar, wenn auch für die eigentlichen Richtungsentscheidungen nicht mehr benötigt. Es bleibt dabei. Die Grünen huldigen ihrem ausgeprägten Fiskalfetischismus und Kretschmann und die Seinen haben dabei absolut nichts mehr zu melden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Dr. Meuthen. Das mache ich. Letzter Satz. Der Linksrutsch dieser Partei ins Offensozialistische ist unübersehbar und wie es scheint auch unaufhaltsam. Gehen Sie davon aus, dass meine Partei sich dem in aller Entschlossenheit widersetzen wird. Dankeschön. Applaus